Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder passiert. Wir haben ein neues Projekt. Jetzt muss ich ein bisschen ausschweifen. Eigentlich haben wir nicht ein neues Projekt, sondern dieses Projekt ist tatsächlich schon fertig. Ihr habt das Auto schon gesehen. Essen Motorshow. Komischerweise stand da auf einmal ein schwarzer BMW. Und jetzt muss ich euch kurz einmal abholen und ein bisschen was zu diesem Projekt sagen, bevor es in diese Videoreihe geht. Kurz zur Videoreihe. Unser Media-Team wird ja immer größer. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen mal was Neues, anderes testen. Deswegen haben wir diesmal mal erst das Auto gebaut und haben dann die Videos dazu aufgearbeitet und auch in einem etwas anderen Stil aufgearbeitet. Also es wird nicht ganz so technisch wie gewohnt, sondern ein bisschen mehr Entertainment, ein bisschen mehr Doku-mäßig. Ich denke, wird auf jeden Fall geil. So, warum dieses Auto? Kurz und knapp, BMW E46 M3 war schon immer von mir eine Jugendliebe. Ich werde es nie vergessen. Ich saß immer an der Bushaltestelle und zwei Autos verfolgen mich seitdem. Das war immer ein Misano roter RS4 B5 Kombi, der ist immer vorbeigefahren. Und es ist immer vorbeigefahren ein E46 M3. Und dieses Heck mit den vier Endrohren und diese breiten Backen. Ich habe gesagt, wenn BMW irgendwann mal, wenn die Zeit, das Geld, die Nerven etc. dafür da sind, dann muss es ein E46 M3 werden. So, und nun kam es zu meinem Trackday auf dem Bilzer Berg. Ich habe Max von MX Motorsports eingeladen. Er kam mit seinem E46 M3. Wir beide waren so schnell auf einer Wellenlänge, dass es wirklich kurzer Zeit später, ich habe ihn ja besucht in Bamberg, war klar, wir müssen auch einen BMW bauen. Er hat sofort seine Hilfe angeboten. Somit ist es zu diesem Projekt gekommen. Viel mehr will ich nicht sagen. Fakt ist, E46 M3, brutal geiles Auto. Alles, was wir mit dem Auto erleben werden, kommt jetzt erst noch. Aber als allererstes dürft ihr euch jetzt auf ein paar Folgen freuen, wie wir das Auto in kürzester Zeit, um genau zu sagen 43 Tagen, gebaut haben. Viel Spaß beim Gucken. The BMW M3 CSL is one of the most popular M3 models. It is just incredible. Can you hear that? It's BMW at its absolute best. Und genau das bauen wir jetzt. Beziehungsweise, wir haben es schon gebaut und das nur in 43 Tagen. Aber ich würde sagen, als erstes müssen wir noch einmal ganz zurück an den Anfang und ich muss euch Max vorstellen. Das bin ich. Ich bin der Max, eigentlich Maximilian, aber Max reicht vollkommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem wunderschönen neuen Video. Hallo! War das lustig? Nee. Gut, war nicht lustig. Den habe ich verkauft, da war ich 21 für 2,8 oder so. Oh. Mit 100... Das schneiden wir raus. Okay. Oh, ist sehr geil. Ich hätte mich eigentlich rasieren sollen. Oder findest du es schön? Wirkt es männlich? Was? Kommst du? Oh Mann, ist das geil! Max an meiner Seite war für dieses Projekt genau die richtige Wahl. Es gibt zwei Arten von Schrauber. Es gibt einmal die Schrauber, die einfach nur fertig werden wollen. Und dann gibt es Max, der genauso wie ich eine Vision hat, diese Vision nicht aus den Augen verliert und am Ende einfach ein perfektes Auto bauen will. Zufälligerweise hatte Max einige Monate vorher schon das passende Basisfahrzeug auf einer Auktion in Japan ersteigert. Das heißt, 13. Oktober war es endlich soweit. Ich bin nach Bamberg gefahren und konnte den BMW das erste Mal sehen. Ah, da ist er, frisch aus Japan. Wann war dieses Auto in Japan in der Auktion? Mai. Das heißt, wir reden davon, dass so ein Auto fast 5 Monate braucht, bis hier. Der war jetzt leider sehr lange, weil das Schiff hat sich verfahren und hat andere Autos an einem falschen Hafen ausgeladen und deswegen hat sich alles verzögert. Normalerweise 3 Monate, maximal 4. Was haben wir hier eigentlich gekauft? Ein BMW E46 M3 in der Farbe Topaz Blau.
Er stammt aus dem Baujahr 2002, hat 343 Sauger PS aus einem 3,2 Liter Sechszylinder und wir haben dieses Auto aus Japan importiert. Ich habe lange überlegt, ob es notwendig ist, dass ich mit diesem Fahrzeug jetzt Probefahrt mache. Für mich als Nicht-BMW-M-Fahrer ist es allerdings, glaube ich, noch cooler, voll auf die Fresse direkt ins fertige Auto am Ende. Das heißt, wir bauen wirklich ein Auto um, wo wir keinen Meter mitfahren wird. Du willst mir jetzt erzählen, dass du dir das erste Mal in deinem Leben einen BMW holst, dann den E6-Mittelchen-Breit, den du nicht bewegst. Genau so sieht's aus. Ich fahre das Auto jetzt hoch und dann so sieht's aus. Echt? Ja, doch, ja, ziehen wir durch. Aber auf jeden Fall geil, dass wir hammerhart ein Auto aus Japan kaufen, es nach Deutschland bringen, keinen Meter fahren und direkt zerlegen. Ich finde, das passt einfach zu uns. Und dann ging es eigentlich auch direkt schon los. Mittags angekommen in Bamberg, 15 Uhr das Auto angeschaut, kein Meter mitgefahren, direkt in eine Werkstatt. Und was macht man als erstes? Wir mussten das Auto natürlich einmal wiegen. Ich habe schon mal die Wagen hingelegt und jetzt schieben wir mal kurz drauf. Okay, alles klar. Nochmal so? Nochmal so. Voll gegen das Tor. Jetzt kriege ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Lust auf das Projekt. 1517. Oh. Gut gelegen, aber Tank komplett leer. Ne? Komplett leer Tank, ja. Aber das Gute ist, du hast einen Schiebedach drin und das wiegt gute 25 bis 30 Kilo. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu legen, so in Richtung 1400 geht das recht schnell beim Auto. Okay. Easy, ne? Ja. Ja. Vollkommen fassungslos war ich, als Max zu mir sagte, dass er schon über 50 Carbondächer in BMWs eingesetzt hat. Das zeigt mir einfach, zu einem echten BMW gehört einfach ein Carbondach, also musste das Blechdach sofort raus. Ich würde sagen, das war's, Tag 1. Genug geschafft heute. Jetzt geht's ins Bett, morgen geht's weiter. Tag 1 war um. Unser Zeitplan bis zur Essen Motorshow war wirklich extrem sportlich. Das heißt, uns beiden war bewusst, nur ein paar Stunden schlafen und dann geht es direkt weiter mit dem Unterboot. Unterboden ist blank und zack, was haben wir gefunden? Doch die erste Schwachstelle. Wir haben es vermutet, Risse an der Hinterachse rechts und links, also vorne rechts, hinten links. Genau. Altbekanntes Problem bei BMW E46 M3, die Hinterachse zerrt mit diesem brechalen 342 PS sowas von einer Karosse, dass die Achsaufnahmen tatsächlich anfangen zu reißen. So ungefähr kann man es beschreiben, ja. Nein, Spaß beiseite. Ist werkseitig ein Problem, dass wirklich die Verschraubungspunkte einer Karosse, wo die Achse dran sitzt, reißen. Genau, Schweißpunkte reißen schön gleichmäßig auf. Ne? Also meistens fängt es vorne rechts, hinten links an. Genau. In dem Was Fall machen wir jetzt? Auftrennen, aufbohren, verschweißen, verstärken, Ende.
nachdem der ganze Unterboden nun zerlegt war, die Hinterachsaufnahmen nicht nur instand gesetzt, sondern auch verstärkt waren und wir an dem ganzen Auto wirklich gar kein Rost gefunden haben, konnte man wirklich sagen, Max hat recht gehabt, es lohnt sich definitiv ein Auto aus Japan zu importieren. Jetzt fehlte noch ein letzter Schritt, bevor das Auto zum Lackierer konnte. Wir mussten natürlich den Motor ausbauen. Normalerweise würde ich immer sagen, sowas macht man nur einmal im Leben, ne? Aber irgendwie trifft das mittlerweile auch nicht mehr zu. Motor war nun ausgebaut, aber bevor das Auto zum Lackierer gehen konnte, mussten wir noch einen letzten Schritt machen, und zwar wir mussten die Karosse einmal so richtig reinigen. Warum richtig reinigen? Je besser die Basis ist, die ihr dem Lackierer liefert, desto besser wird einfach am Ende das Ergebnis. Für uns war es wichtig, die Karosse von jeglichem Dreck, Schmutz und Wachs der letzten 20 Jahre zu befreien. Das heißt, Max hat einen wirklich krassen Industriereiniger aufgetragen und anschließend haben wir das ganze Auto bei 90 Grad einmal heiß abgedampft. Wir haben es tatsächlich geschafft, in nur 48 Stunden das ganze Auto zu zerlegen, zu reinigen und für den Lackierer perfekt vorzubereiten. Das heißt, uns bleiben jetzt noch genau 41 Tage bis zur Essen Motor Show. Also ab geht's zum Lackierer. Das Auto bekommt ein neues Lackkleid und ich kann euch sagen, die Farbauswahl wird nicht einfach.